Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Don't Starve. Ich bin leider krank, aber wir wollten trotzdem aufnehmen. Dementsprechend tut es mir leid, wenn ab und zu ein Schniefen ist und wenn meine Stimme generell irgendwie ein bisschen klingt, als hätte ich definitiv zu viel geraucht. Aber ich rauche ja nicht. Aber Shisha rauche ich. Das zählt fairerweise. Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Ja, ich muss auch erstmal gucken. Wir waren ja Ja, lange nicht siehst mehr diesen Safe-Account gemacht, weil wir halt viel vorproduziert haben. du. Ja. Das heißt, sie haben viel Fleisch getrocknet. Hä, Ich warum habe haben auch wir ein gerade Beet wenig zu essen gemacht? an sich dabei. Warum haben wir ein Beet gemacht? Ja, ich glaube, ich hatte einfach zu viel Dünger und zu viel Möglichkeiten. Ah, was ist denn im Kühlschrank? Haben wir da. Was war denn Weil unser wir Plan? hatten. Wir wollten erkunden, ne? Also, Wo ist wir haben denn noch fünf der? Zahnräder. In-Game-Sound ist ganz schön laut. Bei mir geht's voll klar. Wir hatten noch fünf Zahnräder. Aber damit konnten wir irgendwie nichts Cooles machen, ne? Du wolltest hier die Nee. Zaubermaschine machen. Genau, wir wollen einen Hut machen. Weil der Hut, ich habe nämlich geguckt, der Hut bringt Sanity. Ich habe ihn ja letztes Mal so random rumgetragen. Der unterdrückt Sanity, was halt sehr geil ist. Das heißt, ich werde ihn jetzt einfach mal basteln, weil wir haben genau sechs davon. Bam. Und aus dem Hut können wir jetzt diese Powermaschine bauen. Da brauchen wir auch noch Hasen und Bretter, also lebende Hasen. Okay. Okay, ist jetzt vielleicht nicht Und der Moment dafür. Wetter. Ja, sorry Leute, ich kann das normalerweise auch nicht leiden, wenn jemand in der Aufnahme die ganze Zeit rumhustet und so. Aber es ist gerade schwer, das zu ändern und ich glaube, es ist immer noch besser, als keine Aufnahme zu haben. Das Problem ist, dass wir immer noch so wenig Fleisch haben, ne? Find's auch nahrungsmäßig gerade echt spät. Und wir brauchen jetzt quasi vier Häschen. So, ich habe jetzt nochmal Fleisch aufgegangen. Ich habe selber noch vier normales Fleisch. Ja. Also vier getrocknetes, meine ich. Also ich kann damit mich so langsam gegenheilen. Wir haben anscheinend noch Asche. Asche nehme ich jetzt mal raus. Und. Hast du noch Fäulnis hier, um das Feuer anzumachen? Oder kannst du das Feuer Warte generell mal. anmachen? Warte, warte, Kannst du warte. das Ah, Feuer bitte sch. anmachen? Mach Naja, das ich muss Feuer erstmal an. kurz. Ne, wir haben Vollmond, ist nicht so schlimm. Ah, true. Genau, ich nehme jetzt noch diese Gallendinger. Das heißt, ich mache jetzt noch ein paar Heiltränke. Das kannst du machen. Ich weiß leider nicht mehr, was das letzte Mal passiert war. Ich glaube, wir waren da ganz unten. Ich wollte dich eigentlich zu den Tentakel bringen. Nee, das war die letzte Aufnahme, ne? Das Ja, war die genau. letzte Wir haben Safe-Aufnahme. jetzt ja den Try-Hard-Run. Und der Ja. Plan war ja auch, dass wir uns ein bisschen mehr informieren. So, also so ganz leicht im Ja. Sinne von, okay, wie kommen wir denn weiter? Weil wir wissen ja, was Tag 30 passiert. Da passieren schlimme Dinge. Wobei ich das Gefühl habe, das müssen wir einfach passieren lassen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch Also ich nicht, weiß dass wir nicht, uns ob wir den fixen können. aktiv bekämpfen können. So. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Er hat sich ja nie so angefühlt. Oh, ich pulle gerade ein paar Spinnen scheinbar. War das, glaube ich, fein? Ja, das Problem ist halt, dass ich gerade meinen Hut nicht habe, ne? Dann läuft Gold der wäre Hut nicht. nochmal worth. Weil ich dafür Gold brauchte und wir hatten, glaube ich, kein Gold. Haben wir ja irgendwo ein Graslager? Nee, aber ich hab noch relativ viel Gras dabei. Ah, fuck, ey, die ganzen Happen, die ich habe von den Karnickeln, die sind alle schon verdorben. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das jetzt brate. Vielleicht fixt das was. Kannst mal gucken, ob du Steine und Gold hast, weil dann könnte ich uns beide nochmal so einen Helm bauen. Der wäre jetzt ziemlich worth. Deine ja, Gold nein. Okay, kannst du dann zu unserem Goldcamp laufen? So, warte mal. Oh, Premium. Wenn ich verdorbene Happen koche, dann werden die wieder zu normalen Happen. Also halbwegs, ne? Ja, das Ich heißt, ich habe überlege jetzt gerade, fünf Happen. wie sind wir zu dem Steinlager da links gekommen? Da war irgendwo ein schwarzes Loch, ne? Wir haben ja über uns schwarze Loch. Hat es da hingeführt? Boah, ich weiß Wo gerade auch wahrscheinlich, nicht mehr. es führt halt immer irgendwo hin, Ich wo sammle es. gerade einfach mal ein bisschen Gras. Und dann gehe ich. Ah ja, ich wollte eigentlich auf Teichsuche gehen. Ich war da ganz nach unten marschiert. Guck mal, ganz südlich habe ich übel viel aufgedeckt. Achso, du siehst das ja nicht. Ha. Aber man kann irgendwie dieses Kartending bauen. Also Kompass irgendwie useless, aber du kannst Kartografie machen. Ich meine, oder du machst es mit einem Mod. Aber du kannst so eine Karte, so ein Podest bauen. Und bei diesem Podest können andere gucken, was du erkundet hast. Und ich glaube, das ist die Mechanik, dass dann sich die Karte aktualisiert. Glaube ich. Und ich weiß nicht, ob wir dann jeder davon eine machen muss oder nur einer oder keine Ahnung. Da bin ich ja leider nicht so wirklich drin, ne? Ja, ich will gerade Aber. noch ein paar Spinnen. Wir haben da ja auch Fallen ausgelegt. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Hier oben ist doch so ein Loch. Oh. Hä?
Falle ist leer. Okay, das war nicht worth it. Okay, ich komme mal wieder in die Base. Okay, Nahrung ist halt echt immer noch so ein Ding, weil ich noch keinen Teich gefunden habe, ne? Ich würde mal... Ja, wir haben halt keine Büsche auch. Also das finde ich doch, halt doch, fast Büsche schon nerviger. Wir ja richtig viel, Alter. Wir sind doch hier auf dem Game Ding. Rechts und links sind einfach 1 Million. Nee, ich meine Bärenbüsche. Ach so. Ja, das stimmt. Also das, weil, also wir haben irgendwie, wir können Fleisch lösen, habe ich das Gefühl, über diese Häschen. Ich sammle jetzt übrigens ganz viele Gräser ein, damit wir noch mehr Fallen machen. Ja, ich habe auch nochmal, ich habe auch das Ding geerntet, da war eine Melone drin. Das war, glaube ich, relativ worth. Ansonsten habe ich nochmal ein paar Spinnen gekillt, also wir haben nochmal mehr Seide und auch nochmal diese Dinger, die du für die Heiltränke mal wastest. Wastest? Die Heiltränke stellen übrigens maximales Leben wieder, ja. Ja, also wenn es zu einer Wiedergeburt kommen sollte. Maximal ist wieder her? Seriously? Ja. Krass. Zumindest haben das ungefähr 1000 Leute geschrieben. Getestet habe ich es noch nicht. Das Premium. Okay, aber hier ist der Vater, was ist da drin? Okay, ich habe einen Hasen schon mal. Du löst jetzt das Goldproblem, ne? Erstmal ja. Also noch nicht gleich. Ich gehe jetzt zu der einen oder anderen Hackstelle. Aber mein Wurmloch, was ich jetzt betreten habe, war nicht so. Ich sammle auf jeden Fall nochmal übelste Gräser ein. Weil Gräser haben wir gar nicht. Ich würde. Ich hab 33 Gräser. Ja? Okay, das ist gut. Das ist gut. Dann brauchen wir noch ein paar Stücke, weil ich würde erstmal ganz viele Fallen machen. Und auch Fallen. Also wir haben ja viele Spinnen um uns herum, was eigentlich sehr geil ist. So, ja. Und entweder wir killen die halt regelmäßig oder wir stellen da wirklich viele Fallen hin. Weil das ist halt auch eine legitime Methode. Denn auch die gelben Spinnen, die finde ich leider echt scheiße sind, so. Weil ich verstehe deren Hitbox nicht. Die lassen sich da auch einfangen. Ja, aber ich hatte gerade 2 Fallen, habe ich ja neben dem Spinnencamp gemacht und das war einfach überhaupt nicht worth. Ja, also ich probier's mal mit 4. Ja, mach mal. So, also das ist halt. Ich meine, du musst ja eh fighten, um Sanity herzustellen. Weil dein Charakter ist halt nochmal ein bisschen speziell bei dem Ding. Oh man, er hat so viele Spinnen gekillt, wenn ich Leben verloren habe. Du hast ja die Heiltränke auch, ne? Ich müsste erst wieder welche machen. Also ich brauche diese Nieren. Wir haben genug Steine, wir haben genug Asche. Ich hab nur mal 2 Nieren nachgemacht, aber ich würde halt jetzt ungern essen, nur um Heilung zu kriegen, weißt du? Weil dafür haben wir halt genug Spinnen hier, als dass wir damit wieder. Ich denke auch, dass das nicht unser Problem ist, aber ich würde auf jeden Fall gerne diesen Hut schnell machen. Also wenn wir fleischmäßig das so schaffen. Okay, 2 hast du. Okay, also wenn wir fleischmäßig das so machen, dass wir wenig verbrauchen, ne, aber davon da einen machen, ist halt nicht schlecht. Ja, ich könnte gleich nochmal ein paar von diesen Fleischbällchen mit dem Monsterfleisch machen. Aber das Problem ist halt wirklich gerade, dass ich zu viel Damage beim Fighten kriege, weil ich keinen Helm habe. Also das... Du bist auf dem Weg zum Gold. Nee, sorry, ich bin auf Fahrrad. Mein Gehirn ist echt ein bisschen matschig. So, warte. Also ich komme jetzt nochmal zur Base und dann gehe ich zum Gold, wobei es dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig wird. So, warte mal, ich mache nochmal eine Truhe. Hello. So. Mach da mal ein paar Kresse rein. Wo ist unsere Food-Truhe? Die hier. Nee. Haben wir nicht. Ah, nee, die Kühlschrank. So, ich mache jetzt 2 Hasen rein. Zurückgeblieben. Oder so. Kann ich. Nee, die kann ich nicht in den Kühlschrank machen. That doesn't work. Ich werde nochmal ein bisschen kochen gerade. Ja, die Nacht müssen wir hier eh abwarten. Ja, true. Das gekochte Monsterfleisch war besser als normales, oder? Kannst du nochmal den Ofen anheizen? Ich würde jetzt. Ich habe kein normales Holz. Ofen? Du meinst normales Feuer, meinst du? Ja, ja. Okay, weil dann koche ich einfach mal das. Du hast vielleicht zufällig random Samen irgendwo gefunden? Ja, aber den habe ich da schon wieder reingetan. Ich glaube, unten links von uns aus war noch ein Samen. Ja, ich mach mal eine Kochnummer hier draus. Bist du jetzt sicher, ob das gerade wohl ist, was ich mache, aber ich probiere es einfach mal. Ich glaube, gekochtes Monsterfleisch war irgendwie besser, aber ich kann mich da auch völlig irren. Ich glaube, wenn es in Schmottoffs Haus ist, ist es relativ Wurst. Ja, denke ich auch, aber das ist safe, sorry. Ne? So. Achso, ja, unser Hauptproblem ist so, dass wir keine Zutaten haben, ne? Boah, wir haben hier richtig viele Sachen gefangen. Nice. Ja, bevor es Nacht wird, mache ich hier noch ganz schnell. Hast du die Häschen jetzt schon verkocht? Weil ich habe jetzt 3. Nee, ich habe 2 habe ich hier noch rumfliegen.
Ja, da kannst du eins killen, wenn du willst. Nee, muss nicht gerade. So, einmal kann ich das gleich noch machen. So viel Monsterfleisch. Wenn wir Bären hätten, Alter, dann könnten wir hier... Ah ja, wir wollten die Bärenbüsche umgraben. Stimmt. Lass das mal am nächsten Tag machen. Du nimmst eine Schaufel mit. Achso, kannst du mir noch ein Eintrag machen? Ja, wo sind... Wir hatten mehr Bretter. Ja, drei Bretter sind noch in der Truhe. Die anderen drei habe ich für eine Kiste benutzt. Ja, oder? Da liegen wir weg davon. Okay. Okay, wunderbar. So, it begins. Da ist der Helm. Der Helm. Der Pestinator. Ich wollte gerade sagen, den Helm kann nur ich machen. Aber der Helm wäre echt auch mal wieder nötig. Oh, ich habe noch eine Falle drin. Haben wir noch Schimmel? Schimmel, nee. Dünger. Wir müssen in den Kühlschrank. Wir haben hier sogar noch 5 Netze. Geil. Ja, ich habe nochmal vier. Okay, dann mache ich jetzt den Heiltrank. Ich leg da nochmal 4 rein. Zack. Jetzt gebe dir das mal. Inventar. Optimal. So, aber ich muss jetzt was essen. So. Ich habe Hunger. So. Ja, Nahrung ist halt echt so ein Ding. Aber wollen wir dann morgen einfach die Bärenbüsche ausgraben gehen? Ich habe genug Dünger, um die alle sofort wieder rentabel zu machen. Ja. Okay, dann... Warte. Du hast eine Schaufel dabei? Weil ich habe keine. Goldene Schaufel ist am Start. Okay, let's go. Ja, dann lösen wir erstmal hier. Das ist halt wirklich nicht schlecht. Ich meine, wir sind erst Tag 13. Wir werden eventuell gleich wieder geradet werden von den Wölfen. Warte mal, ich muss dich gerade mal pegeln. Ich glaube, du hast irgendwie ist in deinem Studio gerade was anders als sonst. Ja, das... Sag doch mal was. Das 10-Update hat ja einfach alles gerackt. So. Ja, ich habe gar nicht dran gedacht. Ja, sorry, Leute. Maxi war jetzt ein Ticken lauter als ich die ganze Zeit. Ich muss jetzt nochmal... Kannst du nochmal was sagen? Test. Maxi, ja. Hallo? Ja, ich mach dich nochmal eins lauter, weil du ja eh gleich wieder leiser wirst. So, ich mach auf jeden Fall noch ein paar Fallen. Das ist besser. Achso, kommst du mit? Ja. Oh, ich hab auch noch was. Weil eine Sache... wie gesagt, Jody und ich haben sehr viel darüber geredet, wie wir das zweite Let's Play quasi, also nicht das zweite, sondern den ist Final unser Run. Last Try so. Und davor war alles blind, aber jetzt ist halt nur noch zu sehen. Oh, guck mal hier oben. Bären, Alter. Jackpot ist. Ach, jetzt graben wir den aus, das klauen wir den. Nee, wir kramen die unten aus, aber nein. Wieso nicht? Das hier ist doch easy, das ist ja noch nah an unserer Base. Ich würde eher die da unten liegen, alle umkramen. Und ich weiß nicht, was mit denen ist, weil das sind so besondere, weißt du? Den hier können wir klauen. Normale. Dann tue ich die hier wieder rein. Ja, den einen würde ich da lassen. Ich weiß nicht, wie viel passiert. Nachher sind die irgendwie sickig oder so. Aber hier den Bärenbusch kannst du schon mal mitnehmen. Ja. Okay. Ich sag mal gerade nochmal 1, 2 Zweige auf. Oh, das ist so geil. Ich hab schon 9 Bären, Alter. Ja, du hast gerade noch was anderes gespielt, ne? Ja. Ja, wir haben Dodo Wars aufgenommen, Alter. Da war die krasseste Dodo Wars Folge ever. Da ging's richtig heiß her. Gute, dass es einfach jeder von jeder Folge sagt. Die ganze Zeit. Ja, weil die ganze Zeit echt mal was passiert. Boah, holy shit, Alter. Ich hab grad einfach Feuer gespuckt. Das fühlt sich zumindest an. So. Nur eine Spitzhacke gefällig. 36% nehme ich mit. So, und hier unten hatte ich das Gefühl, war ein Bärenbüsche, aber ich weiß auch nicht genau, wie ich darauf kam. Das war jetzt gerade so eine Intuition. Warte mal, Gräber müssen wir auch zwischendurch ausgraben. Okay. Weil, oh, na lol, Zahnräder. Okay, das ist ja nicht so häufig. Was halt nämlich eine übelst gute Sache ist, man kann aus einem Speer einen Stab machen. Und okay. Theoretisch müssen wir noch irgendwie Albtraumzeug wiegen, aber bei dem Albtraumzeug habe ich keine Ahnung. Das ist für Magie halt super wichtig. Ja, ist irgendwie Sanity absichtlich runterkriegen, ne? Ja, genau. Wenn du Sanity verlierst, gewinnst du quasi Albtraumstoff oder so. Also, kannst du quasi möglichst früh bauen, weil dann hast du ja unendlich davon, weil du verlierst nur mehr konstant Sanity. Weil es Nachmittag ist, sag ich mal. Ja, sorry Leute fürs Husten. I'm really sorry. Naja, auf jeden Fall, man kann mit einem blauen Edelstein und einem Speer kann man so einen Froststab bauen. Okay. So, und das würde ich halt gerne so ein Stück weit probieren, dass wir halt ein bisschen mehr in diese... Wie kam ich denn darauf, dass hier die ganzen Bären sind? Ah, hier ist schon mal einer. Warte, ich komme gleich.
Ah, hier oben ist auch einer. Nochmal Zahnräder, what the fuck? Ich glaube, ich nehme gerade die ganzen Blumen mit, damit wir wieder... Ah, guck mal, hier, hier können wir auch nochmal Gold holen, wenn wir gerade dabei sind. Das überschneidet sich hier ganz nett. Aber hier unten ist noch der Bärenbusch, ne? Den müsstest du auskramen. Ja, ich baue hier noch schnell das Gold ab. Und dann komme ich zu dem Busch. Oh, hier ist Killerbiene. Ah, hier ist noch ein Bärenbusch. Weiter links, zwei. Das sind richtig viele Blumen, holy shit. Da müsstest du hier... Hier nochmal die zwei. Oh, drei. Geil. Frag mich, warum dieser... Oh. Die machen Damage. Ja, die beschützen ihren... Ja, die können wir auch killen, aber... Ich kill die mal, ne? Ich glaube, ich muss die aber kiten, weil ich habe ja meinen Helm nicht. Alter. Du musst halt einmal hitten, bevor du mit F hitten kannst, ne? Ja, genau. Das ist das Problem. Jetzt kann ich die tanken. Okay. Ich nehme die Stacheln nur den Honig. So. Ja, ich muss halt was essen. Ich habe nur noch. Ja, die Nacht ist was, aber hier sind noch zwei Bärenbüsche, die du mitnehmen musst. Oh, hier sind noch mehr. Geil. Komm, geh her, mein Junge. Wollen wir hier die Nacht überleben? Hast du genug für ein Feuer? Ja. Kannst du jetzt. Ich hack hier gerade mal einen Baum. Alter, ist das. Achso, den Stein. Och nee, you are kidding me. Oh, da oben ist der Killerbaum. Die Killerbaum. Der große? Ja. Ey. Ja, dann den müssen wir dann einfach outrunnen so. Ja, aber das Ding ist, der wird uns halt bis zur Base folgen, ne? Nee, das macht das. Nee. So weit darf man nicht kommen. Ich hoffe, mit den Stacheln können wir irgendwas Cooles machen. So. Dann überleben wir hier die Nacht, ne? Ich überlege, ob wir während der Nacht noch was abbauen können. Deswegen ist es mal ganz cool, wenn wir irgendwie an einem Felsen oder sowas schlafen, wenn wir was zu tun haben. Gucken, ob ich eine Fackel mir noch machen kann. Jo. Fackel wäre. Das ist echt in einem krassen südlichen Gebiet so. Vor allem hier ist halt so viel Honig, Alter. Wenn wir die einfach alle hitten auf dem Rückweg. Wenn morgen Tag ist, hitten wir die alle einmal. Sogar noch Karotten, bisschen. Alter. Oh, hier ist noch ein Spinnenlager. War nicht schlecht. Wir sind jetzt ein bisschen voneinander getrennt, ne? Ich bin links gegangen, du rechts. Ist okay. Also rechts ist dann quasi noch ein bisschen Spinnen-Action. Ja, hier muss ich gerade durchgehen, weil hier sind gerade noch richtig geil Zweige und Karotten. Ja, aber langsam musst du quasi herkommen. Hey, jo, komme. Sechs Feuer. Ich glaube, da können wir halt hier die ganze Zeit Holz hacken. Ja, optimal. Ja, aber wir sollten ein bisschen aufpassen. Wir müssten halt gleich auf welche pflanzen, damit der Typ mal aufhört. Ja, Pflanzen mach ich mir nicht. Hier, ich hab auch Samen, falls du die haben willst. Ja, drop mir mal ein paar. Nee, ich hab die da hinten hingelegt, da wo der Vogel jetzt ist. Also ich hatte nur einen. Ne, keinen. Okay. Keine große Sache. Okay, das ist ziemlich cool. Also ich habe jetzt 13 Beeren, 3 Karotten. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Einziges Problem ist halt gerade aktuell, dass wir die... ich jetzt keine Nahrung mehr mit hab. Das heißt, wir können nicht noch weiter südlich gehen, sondern wir müssten gleich ja nach oben. Ja, dann die ganzen auch schon Bären essen. Die ganzen Fallen mitnehmen und auf dem Weg den Honig und dann kochen wir uns halt die Seele außerhalb. Also ich meine, da oben sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 von den Honigdingern. Das ist halt insane. Wenn wir die alle dürfen aber auch wirklich nur dann so pullen, dass wir irgendeine kleine Minibiene angreifen. Weil, wie gesagt, diese Auto-Attack-Animation, dass man ein Problem bekommt auf Dauer, dass das Ding nicht mehr hält, ist halt scheiße. So. Ja. Das ist halt legit kacker. Und die Nächte sind aber gar nicht so lang, also irgendwie sind wir noch in diesem alten Mode. Ja, das stimmt. Wie viele von den, ich komme nicht drauf. Achso, und in den Kommentaren hat einer geschrieben, wir haben ja die Schweinebase in der Nähe und du kannst den Schwein Fleisch geben und dann werden das deine Freunde. So, und die kämpfen dann anscheinend für dich, aber irgendjemand hat gemeint, die fangen dann an abzubauen. Die fangen dann an, hier Holz oder sowas abzubauen. Das heißt, die... Also das habe ich keine Ahnung, wie es geht. Noch nicht einmal gemacht. Und würde aber übel gern gucken, ob das funktioniert. Weil irgendwie finde ich das ein bisschen... So. Ja, ich kann ja auch selbstständig angreifen. Das ist okay.
Ich habe halt keine Rüstung mehr und gar nichts, so das. Ja, die, aber Bienen sind halt echt geboostet, so. Also da kannst du auch, die kannst du halt wirklich gut Sidestamage dafür. Ja, aber man muss ja halt kiten, ne? Sonst muss ich die ja nicht kiten. Ich bin ein bisschen verwöhnt von meinen. Okay, ich habe nichts bekommen. Ja, auch nicht, aber wenn wir die. Ich meine, wir können auch ein, zwei von den Dingern nicht kaputt machen, ne? So eine Honigfarbe mal dabei zu haben. Nee, lass. Ich glaube, das ist besser. Ich mach doch bei einmal, ich glaube mal. Ey, da machen wir wirklich viel aus. So eine Honigfarbe, dann können wir garantiert keinen Scheiß machen. So. Wo bist du hin? Ich bin nach rechts oben gegangen, links. Du musst nach rechts, Nee, ich hol hier gerade wieder Bienen. Der Tod vom Maulwurf klingt halt immer noch super gestört. Krieg ich noch ab, noch einen Honig? So, du musst nach rechts oben, wenn du zu mir willst. Nee, ich würde hier einfach die Bienen weiter. Also, wir wollten hier den Honig looten, oder? Alter, ich habe ja was anderes gefunden. Na gut, dann komm ich wieder. Melly smells fishy. Oh, die haben ja. Irgendwelche Viecher töten hier Schweine übelst so, da richtig viele. Okay, ich komme, ich komme. Komm mal nach rechts. Ja, was denn hier? Das für uns Essen ist das. Warum ist das so ein Froschmensch? Guck mal, die killen sich gegenseitig. Hey, ist ein Fisch. Warte mal, ich gebe dir jetzt mal was zu essen. Ich geb dir hier ist der Fisch. Scheiße. Oh, fuck. Ja, nee, der darf uns nicht treffen lassen. Ich gebe mal dem Schwein was zu essen. Der ist schöner als ich, glaube ich. Du sein gut. Guck mal, der ist jetzt nett. Aber cool. Macht er jetzt was? Kannst du mal den... Können wir den hier killen? Weiß nicht, ich kann den Kannst du die Sachen aufsammeln, weil ich habe keinen Platz mehr und die Sachen sind ziemlich wichtig. Ich sammle die ganze Zeit. Ich glaube, der hat aber eine schlechte Attack-Animation, so. Ja, man kann den outrun. Ich meine, wir können ihn auch angreifen, aber ich weiß nicht, wie viel Damage der macht. Ich habe noch 71 Leben. Oh, der macht 22er Hits. Aber hier, das Schwein... Ach, scheiße, das Schwein ist tot. Na gut, haben wir ein Fleischstück, ne? Aber du hast ein Fleischstück. Ja, aber... Ja, hier, die Schweinehaut mitnehmen. Und ab in die Base. Ich habe halt echt Hunger, Maxim. So, nein, das Base. Hier, Schweinehaut. Ja, das halte ich einfach in der Hand jetzt. Okay, dann wollen wir noch den Honig mitnehmen, weil... Wir müssen nach Norden, scheiße, ich bin da dumm. Ja, schon ein bisschen. Alter, wie fast der Typ ist, ey. Der chasst mich den ganzen Tag. Warte, komm mal nach Norden. Ja, der halt Typ hoch, chasst mich immer noch endlich. Ja, aber dann renn nach oben. Ja. Aber ich würde halt eigentlich den Honig geben. Ja, aber ich würde halt ganz gerne hier links noch die Honigdinger angreifen und looten, weißt du? Ach, der ist immer noch hier. Oh, der ist aber eine kleine Variante, ne? Kannst du mir helfen? Oh. Ah, pass auf, jetzt kommt der Frosch. Okay, ja, dann lass einfach in die Base. Ich hab ein bisschen Schiss, ich verhunger. Gut, super mäßig verhungern wirst du nicht. Alter, der kann auch den Weg nutzen, no. Jo. Ah, hier sind nochmal Bären, hier ist nochmal ein Bärenbusch. Ich hab schon zu viele. Also ich fange schon einen neuen Stack an, das heißt, ich muss irgendwas loswerden. Dann schmeiß ich einmal Seide weg. Nee, eine Sache habe ich noch. Ich habe die Seide gerade reingelegt. Okay. Ja, aber... Der hat trotzdem weniger Platz. Also ich dachte, du hättest da einen Stack. Ich habe gerade noch Pilze gefunden. Ah, ich will schon wieder spinnen, Alter. Die sind überspinnen. Richtig geil, Mann. Wir haben richtig viel bekommen. Ja, dann lass jetzt Base, damit wir das Ganze wenigstens noch über Nacht schnell anpflanzen können. Ich habe jetzt 28 Blätter zwecks Schimmel. Ja, ich habe auch 18 Blätter zwecks Schimmel. Aber ich hab 12 Dünger. Ah, du hast die Scheiße eingesammelt? Ja. Und über uns ist auch dann Scheiße. Dann überlege ich aber, dass wir darauf warten, weil ich würde, glaube ich, trotzdem noch ein, zwei Farmen bauen. Das Material, was die benötigen wir halt quasi nie. Ja, das kannst du machen, so. Ne? Ist halt deine Grundversorgung. Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen. Naja, so richtig. Meine ist es ja nicht. Also wir merken ja, dass wir extrem viel Schweine, hier Monsterfleisch haben. Und für Hackbällchen ist das halt perfekt. So. Ja, das stimmt. Okay, also ich habe jetzt 46 Hunger. Puh, da. Ah, doch, das wird passen. 46? Ich habe deutlich weniger. Echt? Ja, okay. Du kannst auch 10. Alle Scheiße fressen, ne? Und wenn ich für einen Stacheln sammle, dann richtig. So, wir sollten auf jeden Fall die hier runtergehen und nochmal gucken, ob unsere Fallen voll sind. Ah, schaffen wir das noch zeitlich? Ja, ich muss jetzt Bären verbrennen. Ich habe auch gar keinen Platz. Ah, ich habe auch keinen Platz. Ja, gut, machen wir das morgen. Ah, wir haben halt aber kein Fleisch, was wir jetzt gleich in den Schmortopf machen können. Ah, du hast ein bisschen was, ne?
Ich habe einen Happen. Und wir haben noch ein bisschen was Getrocknetes. Ja, aber das würde ich ja nicht in Schmortopf machen. Geil, ja, mach jetzt einfach Monsterfleisch und Bären, das war's ja. Na, die Bären sind eigentlich zu selten, weißt du? Findest du? Aber ich kann hier unten nochmal die Falle... So, also ich muss jetzt auf jeden Fall ein Bärchen kochen, so. Weil sonst... Also ich habe jetzt gerade 10 Hunger. Ja, ja, ist okay. Ich kümmere mich jetzt ums Kochen. Da. Machen wir die Honigwabe weg. Ich leg den Dünger hier in die Truhe, dann kannst du ja den Scheiß machen. Als Klötze. Die Hälfte meiner Zweige. Oh, geil, Alter. Jetzt wird hier richtig gekocht. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Du hast immer Hunger. Ja. Monsterfleisch. Oh, hast du das ganze Monsterfleisch genommen? Ja, ich verkoch das jetzt. Okay. Was passiert mit 2 Monsterfleisch und 2 Bären? Weißt du das? Das ist eklig. Du musst immer nur ein Monsterfleisch, 3 Bären. Ja, okay. Das ist... So, okay. Essen. Yum, yum, yum. Alter, das ist halt... Für Essen ist das broken. Alter, wie nah ist denn die Spinne hier wieder? So, wie sieht's aus mit den Bärenbüschen? Müssen die auf grün, oder? Boah, Alter. Okay, also es heilt nicht viel, aber der Hunger ist RIP. Ja, komplett RIP. Ja. Kannst du das Fleisch auch in den Kühlschrank machen, was du hast? Du hast ja auch einen Fisch, ne? Dann kann ich wenigstens einmal Fischstäbchen machen. Ja, ich habe schon das meiste reingemacht. Ich habe nur noch... Zack, noch den, so Mega-Schinken reingehauen. Yeah. Das Schlimmste ist halt, wir bauen das jetzt alles an. Tag 30 kommt einfach ein Dude und fickt das alles weg. Ja. Warte mal, wie ging nochmal mein, die Froschdinger waren ziemlich geil, ne? Fischstäbchen waren's. Ne, die Fischstäbchen auch, ja, aber ich meine gerade die Froschschenkel. Sandwich, ne? Ja, ich weiß aber nicht mehr genau, ich glaube es war mit Karotte. Ich teste das gerade mal. Und ein Fisch haben wir ja hier, ne? Oh, 2, geil. So, die Fischstäbchen, waren die mit einem Zweig? Puh. Ja. Oder? Okay. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, aber ich teste mal mit Zweig und ansonsten können wir ja nochmal testen. Oh, das ist halt jetzt geil. Ich muss halt nur irgendwie Rüstung nochmal kriegen und nochmal Rüstung? Kann ich dir machen. Ja, dann mach mir mal bitte eine Rüstung. Und du hast doch auch Gold, oder? Da. Wir waren doch dort mal den Stein. Hast du Gold und Steine? Ich hab 2 Gold nur. Hast du hier die ganzen Büsche schon gedüngt? Ja. Geil. Komm mal her. Achso, okay. Da links liegt die Rüstung. Da. Premium. Das Gold lege ich dort, wo die Scheiße liegt, okay? Ja, kannst du auch noch Stein reinmachen. Und... Was habe ich denn hier gemacht? Ja, Stein habe ich halt echt nicht viel. Damn. Ja, ich gehe jetzt geil, ich muss jetzt ins Steinland. So, das, ja, das dann geht in Steinland. Ich mache gerade noch einmal Fischstäbchen. Premium, Alter. Das war richtig worth, die ganze Angelegenheit hier. So, und denk dran, wenn du einen roten Rubin findest. Ne, blauen. Rot brauchen wir, glaube ich, noch Albtraumschlüssel. Aber so ein blauer ist halt wirklich super geil. Okay, wir haben Violetten, witzigerweise. Ich gehe nochmal Hasen fein clearen. Ah, das läuft doch sehr gut hier, Maxim. Mein Tag 30 ist eher das egal, was wir bis dahin gemacht haben, aber gerade aktuell. Juicy. Ja, die Hasenfallen links kannst du auch brutal rainen. Jo. Da ist gerade richtig gerumpelt. Geil. Oh. Ah, hätte ich im Nachhinein doch nicht die mit 3 Bären machen sollen. Weil wir so viel Fleisch jetzt haben, aber war halt schwer abzusehen. Die Fallen ganz links clear ich jetzt mal. Ja, mach das. Da werden die Hasen schon schlecht. Ja, es passiert uns leider gerade aktuell ein paar Mal. Wir so viele haben, Alter, holy shit. So, wie lang war das doch mal mit den Bären? Irgendwie 3 Tage oder so, ne? Das ist halt echt zum Heulen. Ja gut, aber glaube ich noch regulierbar. Ich will halt eher wissen, was passiert, wenn wir den Schwein essen geben. So. Also ich meine, der hat jetzt ja nichts gemacht. Doch, der hat angegriffen und meintest, du sollst sterben. Ja gut, aber ich glaube, diese
Die haben ja vor uns schon einen epischen Bärbel gehabt irgendwie. Ja. Schweine. Aber, ja. Okay, also ich habe jetzt 9 Happen, Alter. Hier ist irgendwie so ein weißer Haufen. Guano steht da. Das Guano, das Wort für Scheiße in Spanien. Ich weiß es nicht. So, wo sind meine Fischstäbchen? Die sind noch hier hinten irgendwo. Oh, ist das schön, Alter. Was? Ihr seid schon wieder voll? Ich habe gerade die Fallen gelootet, bin nach links gegangen, habe die Fallen gelootet, komm wieder und die Fallen über unserer Base sind schon wieder voll. Ich habe jetzt 10 Happen. 11, 12 Happen. Geil. Ja, ich würde dann, also wie gesagt, ich würde noch super viel Fallen bei den Spinnennetzen machen. Aber das ist wirklich, also ich habe da jetzt gerade schon wieder Fallen gemacht. Ich weiß nicht, was du von den Spinnen willst. Ich meine, wenn da eine Spinne drin ist, wir haben 1 Million Spinnen. Ich glaube, es ist völlig wasted. Nee, wir brauchen die Netze halt. Ja, aber die Netze droppen daraus nicht. Doch. Das ist nur, die Drop Rate ist bei, wenn du Spinnen tötest, ist die Netz Rate terrible. Ja, aber du meinst, wenn die in der Falle sind, ist die besser oder was? Nee, die ist genau gleich. Ja, aber dann lass einfach die Spinnen so gehen. Also ich meine, ich kann zu jedem Spinnending gehen und da kommen 4 Spinnen so. Das ist halt unendlich gefühlt, weißt du? Ja, mich stören halt nur diese gelben so. Ja, aber ich meine, wenn ich meinen Helm wieder... Die gelben werden halt auch eingefangen. Achso, apropos gelben wieder haben, ne? Ich sollte die wahrscheinlich mal... Oh, geil. Fischstäbchen sind einfach geil. Hab endlich mal wieder Leben. Geil. Fischstäbchen sind einfach geil. So. Das ist einfach Premium. So, Kampf. Mein Hut. Ja, ich kann da erst einen machen, ne? Ich mach dir einen, aber dafür brauche ich noch 2 Gold. Also wenn du nochmal machst... Die Hüte brauchen wir dann, sobald wir wieder die Wölfe hören, ne? Ja, ich glaube, wir sollten die generell auf jeden Fall möglichst bald wieder machen, aber... Mann, ich sollte die mit mir rumtragen. Die sollte ich auch mit mir rumtragen. Fäulnis ist halt einfach broken. Virginia. Ah, ich meine, können wir nochmal was kochen? Diese Honigdinger waren auch ziemlich broken, ne? Ja. Also alles, was mit Honig-Nuggets hat ja auch beides gut gemacht. Hunger und... Was ist denn? Darum habe ich nicht gekümmert. Das war ein bisschen dumm von mir. Die nicht so. Essen mitgenommen. Ah, ich hab nochmal 16 Äste hier, also da kann ich im Zweifelsfall nochmal aushelfen. Wenn ich mir einen Blütenbitter da reinlegen könnte, ne? Das wäre geil. Zack. Alles mit Honig ist broken. Immer schön. Ich bin ja einfach im Steinland, wo einfach nur Spinnen ohne ihre Brut rumlaufen. LOL! Alter. Mal, jetzt habe ich 2 Spinnen getötet und 2 Netze bekommen. What the hell? Liebe Gigi. Also ich glaube, die Netze kriege ich auch echt in fast unendlichen Mengen. So Leute, ich habe jetzt hier einen Tag fast in der Base verbracht, aber dafür habe ich halt wirklich gekocht wie ein Wahnsinniger. Also ich glaube, es ist tatsächlich worth, auch wenn es sich für euch vielleicht ein bisschen doof angefühlt hat. Zack. Mal Schmortopf. Ja, ich werde auf jeden Fall auch nochmal außerhalb pennen. Ich habe jetzt aber noch so ein Spinnenlager gefunden. Okay. Spinnenlager, wo einfach 1 Million Steine sind. Ich glaube, das ist nicht worth. Wenn ich mit Honig und Zweig mache, kommt trotzdem Kebab raus. Das ist halt nicht worth. Nee, das ist nicht gut. Kebab ist halt wirklich einer der... Ich meine, im Real Life ist okay. So, aber in dem Spiel ist halt finde ich, terrible. Ich teste mal, ich riskiere mal was gerade, ne? Und guck mal, ob ich 2 Monster Fleisch mit einem Honig retten kann. Ich meine, die Regel ist nein, aber man weiß ja nie, ne? So, Leute, also wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein paar Büsche von unserer Base, so 11, ja, ist schon mal gut. Ne, Monster-Lasagne ist es halt zum Heulen. Weil vielleicht können wir die Monster-Lasagne ja den Dudes geben. Weißt du? Unseren baldigen Freunden. Unseren baldigen Freunden. Nein. Ich hab vergessen, dass es Nacht wird. Okay, Fackel. Ah, das ist easy. So. Ja, ich mache ja wieder einen Waldbrand gerade. Ich habe jetzt auch nicht genug Holz gehabt, deswegen habe ich jetzt einfach mal einen Baum in Brand gesetzt. Ja, das ist nein. Gott sei Dank hatte ich die Fackel. Gott sei Dank bin ich klug und sterbe nicht jedes Mal wegen demselben Grund. Harte Zeit. Ja.
nicht ganz, wo er für sich hier mache. Aber wenn selbst Honig etwas nicht retten kann, weißt du, dann weißt du, dass es. Dann weißt du, dass es Monsterfleisch ist. So, einfach nur. Ich meine, man will natürlich daraus eigentlich so viel wie möglich machen, deswegen experimentieren wir ja auch so viel. Ja, aber es ist halt. Weil davon haben wir ja halt echt durch das Rumgekämpfe genug. Jo, wirklich. Noch einmal Fleisch, ja. Mal Happen, Monsterfleisch, Honig. Ach, ich glaube, das Fleisch hängen wir besser auf. Ich glaube, das ist da besser dran. Ja, also ich habe ordentlich was verbraten. Ich leg mal hier ein paar Notrationen in den Kühlschrank. Nein. Ja. Also ich komme jetzt mit ordentlichen Stein zurück und werde da mich dran bedienen müssen. Das ist okay. Oh. Was habe ich denn hier gemacht? Ein Honigschinken. Yum, yum. Dut. Ja, was haben wir noch im Angebot? Oh, nix. Ich habe mittlerweile einen Hass gegen Salpeter entwickelt. Nee, ist echt krass, ne? Aber ich meine, es ist halt für diese heiße Zeit ja scheinbar übel wichtig. Wir sind halt nur noch nicht so weit gekommen, dass es für uns irgendwie mal wichtig wurde. So, ich habe dir ein bisschen was Essen reingelegt. Ja. In den Kühlschrank. Das ist gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen am Limit leben. Mach das. Und das dann kannst du dir gönnen gerade. So, ja, Premium, Alter. Das ist richtig geil. Ich will auf Erkundung gehen. Wo gehe ich denn da am besten hin? Wie war jetzt immer aufnahmemäßig? 36. No, das war eine etwas längere Folge. Ja, auch morgen wieder bei mir. Dan am Wochenende bei mir. Montag wieder bei Maxim. Tschüssi.